So, liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas in der Art nochmal mache, aber für diesen Anlass finde ich das voll in Ordnung. Und zwar, ich habe eine große Ankündigung zu machen, Leute, und zwar, wir werden in absehbarer Zeit, das ist jetzt für mich am 18. Januar aufgenommen, nächsten Samstag, das ist also der 23.01.2021 inzwischen, ich habe vergessen, dass das Jahr geändert wurde, egal, anyway, ja, ich habe vor, ein richtig großes Projekt aufzuziehen. Und ich weiß, jetzt sind einige enttäuscht, wenn sie ein YouTube-Video sehen, aber es geht nicht nur um YouTube, sondern es geht eigentlich hauptsächlich dabei um ein Stream-Projekt. Denn es wird das Ganze wahrscheinlich auch von mir auf YouTube auch hochgeladen geben, das ist gar kein Problem. Also einfach mal so ein VOD hochladen, ist jetzt kein Problem. Aber das ganze Hauptprojekt und die Essenz des Ganzen wird natürlich auf Twitch letztlich stattfinden. Denn ihr habt ja schon gemerkt über die letzten Jahre, dass YouTube schon lange nicht mehr mein Ding ist und YouTube auch nicht so wirklich mit der Zeit gehen will, was das angeht. Aber das ist ein anderes Thema für heute. Wir befassen uns erstmal mit dem Projekt. Wie ihr schon seht, bin ich hier in meinem Wunschlayout. Ja, es geht um Pokémon. Ja, Pokémon ist ein Teil meines Kanals und auch meiner Streams, der sich fortwährend gut hält. Und ich bin jetzt seit fast 10 Jahren YouTuber, auch wenn man da schon AD hintersetzen kann. Twitch-Streamer bin ich aber immer noch aktiv und das seit 7 Jahren. So. Jetzt wird es nun Zeit, nachdem ihr mich so lange supportet habt, viele, viele Jahre über, egal ob es jetzt nur auf YouTube war oder durchs Werbung gucken oder durch Twitch oder abonnieren oder sonst was, wird es mal Zeit, was an euch zurückzugeben. Und deswegen wird dieses besondere Pokémon-Projekt auch ein bisschen an euch zurückgeben. Von mir für euch. Ja, nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein bisschen Goodie was Mäßiges. Dabei sei gesagt, Teile von diesen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Gewinnspielprämien sind tatsächlich immaterieller Natur, die nur für die interessant sind, die dem Stream folgen. Weil davon sind halt viele Belohnungen, Sachen, die ich jemandem gönnen möchte für ein Streamprojekt. Das ist also für diejenigen von YouTube uninteressant. Aber deswegen soll es ja für euch nicht sinnlos sein, sondern es gibt auch materielle Sachen zu gewinnen tatsächlich. Das Ganze ist also wirklich ein Gewinnspiel und wird über einen ziemlich langen Zeitraum laufen. Denn mein Projekt wird hierbei ein kleines Herzensprojekt sein, was sich viele Pokémon-Spieler schon in einer ähnlichen Form mal von Game Freak wünschten. Und zwar alle Regionen in einem Spiel. Das ist eine Sache, die ist so ein Traum, den hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt. Und denkt sich so, boah, wie cool wäre das, wenn man einfach, also gut, inzwischen 8 Generationen hätte, also 8 Regionen hätte und überall 8 Orden sammeln könnte und vielleicht immer wieder neu startet oder das Level skaliert anders. Ne? Diesen Gedanken hat, glaube ich, jeder Core-Pokémon-Fan schon mal irgendwo gehabt. Und so ging es mir auch. Und jetzt habe ich über die letzten Monate immer wieder versucht, mit dem Gedanken zu spielen, warum nicht einfach alle 7, ich klammer jetzt Schwert und Schild mal aus, alle 7, außerdem ist 7 eine viel schönere Zahl, einfach alle hintereinander zu spielen. Das Ganze mit einem epischen Projekt und einem schönen Gewinnspiel zu verbinden. Ja. Das Ganze läuft also darauf hinaus, dass wir am Stück auf Twitch 7 Editionen, 7 Regionen wohlgemerkt, hintereinander wegspielen werden. Das sind natürlich trotzdem, auch wenn ich jetzt hintereinander weg sage, 7 Pokémon-Spiele und das macht sich nicht von heute auf morgen. Das Ganze soll zweimal die Woche stattfinden. Ich stelle mal bis jetzt Samstag und Mittwoch in Aussicht, weil das, ich möchte schon irgendwie einen regelmäßigen Rhythmus drin haben, da ich in der absehbaren Zeit das Projekt erstmal auch abschließe und das absehbare Zeit ist hierbei noch vielleicht nächstes Jahr und nicht erst 2030. Ist jetzt übertrieben formuliert, aber es wird lange dauern. Das heißt, das Gewinnspiel wird auch über eine ganze Weile Zeit stattfinden. Seid euch dessen also bewusst. Das ist wichtig. Also wenn ihr einmal im Stream wart oder so in ganzen 7 Projekten, könnt ihr natürlich gerne machen, habe ich nichts gegen. Aber erwartet nicht zu viel. Denn für das Projekt braucht man schon ein bisschen Arbeit. Und ich habe da auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Und das Ganze ist auch viel zu viel komplex geworden, wie ich finde. Ich wollte es aber nicht einfacher machen, weil das käme mir dann hinterher doof vor. Deswegen habe ich es jetzt so gelassen. Bin aber trotzdem zufrieden damit. Ich finde, ich habe das ganz gut ausgearbeitet, so für mich als Einzelperson. Hab mir das Ganze technisch schon sehr gut zurechtgelegt, wie ihr seht. Das Layout ist dafür für die erste Edition zumindest schon mal getan. Und das Projekt soll ja deswegen jetzt auch in den nächsten 5 Tagen an den Start gehen. Oder 5 Tage, oder? Das sind 6 Tage, egal. Anyway, ihr seht es wahrscheinlich erst morgen. Ja. Und zwar werden wir 7 verschiedene Spiele, die verschiedene Regionen repräsentieren. Und hierbei Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Einal, Kalos und Alola. Ja, genau. Alle 7 Hauptregionen, wie gesagt, Schwert und Schild grenze ich mal aus, weil die für unsere Nuzlocke-Challenge, die ich dabei anstrebe, ein ganz essentielles Problem haben. Darauf komme ich aber gleich nochmal zurück. Ja, jetzt erstmal grundlegend, was ist denn der Plan dabei? Und zwar möchte ich das Projekt
Kais große Seven Region Lock taufen. Und jetzt werden schon einige hörig. Wait, ich habe das Wort Lock schon mal gehört. Das kenne ich. Das hat was mit Lasox zu tun. Und da habt ihr recht. Es wird eine 7 Generationen lange Nuzlocke werden, wo eine Generation stückweit in eine neue übergeht. Und zwar mit ein paar übernommenen Pokémon. Zu den genauen Regeln und den ganzen Erklärungen und so komme ich aber später noch. Grundsätzlich möchte ich erstmal, wie ihr schon hier ganz gut seht eigentlich, Pokémon Blattgrün als erste Edition spielen. Das ist ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Ich besaß diese Edition nie. Von daher wird das schon mal interessant für mich, ja, für euch sowieso, das ist ja klar, ist ein Gewinnspiel. Ich glaube, bei einem Gewinnspiel gibt es kein Projekt, wo es nichts Interessantes gibt. Weil es gibt ja was zu gewinnen. Und was zu gewinnen ist ja nicht immer gut. Aber egal, anyway. Ich möchte Pokémon Blattgrün spielen, gefolgt von Pokémon Smaragd, weil das halt auch noch so die dritte Generation ist. Danach möchte ich Pokémon HeartGold spielen, nee, SoulSilver spielen, Entschuldigung. Die vierte Region wird an der Stelle denn... Moment, jetzt muss ich überlegen. Platin sein mit Sinnoh. Die fünfte Edition wird Weiß 2 sein. Die sechste Y. Und das siebte Spiel wird dann die Kirsche obendrauf auf dem Projekt. Die Crème de la Crème. Und zwar Ultrasonne. Das sind alles irgendwie Spiele, die ich schon mal in der jeweils anderen Form schon mal im Stream gespielt habe. Meistens auch mit der Nuzlocke Challenge. Deswegen habe ich mir jetzt immer die Gegenpart ausgesucht. Denn haben wir wenigstens andere legendäre Pokémon. Ja, Abwechsel und so. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum diese spezielle Order existiert. Weil das ist natürlich ein bisschen komisch. Weil wir springen theoretisch von Kanto nach Hoenn. Dann zurück nach Johto. Und dann nach Sinnoh. Was nicht wirklich viel Sinn ergibt für viele, die jetzt zuhören. Aber das klärt sich noch. Generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt am Ende, down in die Comments, guys. Ich antworte euch da gerne. Wenn es aber jetzt um so Basic-Sachen geht wie, was ist eine Nuzlocke-Challenge oder... wie funktioniert Twitch, wenn ich daran teilnehmen will? Googelt für sowas. Twitch-Accounts kann man sich kostenlos erstellen. Ihr braucht bloß irgendeine E-Mail und dann ist das alles easy peasy. Ansonsten, das wirklich wichtige, spezielle Zeug wird noch erklärt. Wenn ihr aber Fragen habt, trotzdem natürlich gerne in die Kommentare. Aber glaubt mir, googeln geht schneller. Bin ich ehrlich. Googeln ist sowieso immer besser. So. Wo ist jetzt der Gewinnspielfaktor daran? Und zwar, wir haben ja schon seit jeher die Tradition, dass ich im Stream, wenn ich eine Nuzlocke spiele, die Pokémon gerne einen Namenspaten zuordne. Das heißt, wenn Person X sagt im Stream, doch, ich mag das Pokémon voll gerne, hier, hallo, ich hätte das gerne, dann kriegt das Pokémon den Namen des Zuschauers. Das ist eine schöne Sache und stärkt natürlich die Bindung zwischen euch und den Pokémon, weil es sind ja eure Schützlinge gewissermaßen. Und natürlich besteht auch eine gewisse Verantwortung für mich, dass ich die nicht umbringe. Weil wie ihr wisst, vielleicht in der Nuzlocke-Challenge, wenn Pokémon besiegt wird, ist es halt tot. Ist nicht mehr da. Ist wie Fire Emblem. Ist tot, ist weg. Ist gone, ne? Kommst du nicht rein, ne? Um es mal so zu sagen. So. Ich habe gedacht, so, das lässt sich eigentlich richtig gut zu einem richtig schönen Gewinnspiel ausarbeiten. Ja, wie gesagt, der Plan dafür existiert schon ziemlich lange in meinem Kopf. Und ich habe es jetzt mal in den letzten Monaten ein bisschen konkret ausgearbeitet. Denn mein Ziel ist es, dass, wenn eure Namenspaten, eure Schützlinge in Editionen an Kämpfen teilnehmen, sie gewisse Punkte sammeln. Also das nenne ich halt einfach nur Punkte, das hat jetzt so wie keine besondere Bezeichnung oder so, das sind einfach nur Punkte. Und diese werden hier oben, das seht ihr schon in den Zahlen, neben den Pokébällen, da werden natürlich die Icons der Pokémon nachher drin sein, eingetragen. Und das Stream für Stream für Stream für Stream. Die werde ich am Ende einer Tabelle gut schreiben und am Ende wird Daniel, der... nach 7 Generationen, die erst bis 11 meisten Punkte hat, einen Preis gewinnen. Das sind die 11 Preise, die es gibt. Die blende ich euch hier an der Stelle mal ein. Denn ihr sollt schon wissen, was ihr gewinnen könnt. Das Ganze, was es zu gewinnen gibt, dann müssen wir gucken, das ist, glaube ich, das hier, ne? Ach, wir haben ja schon vorbereitet, ich war schlau. Ist die Preisliste, die ist inzwischen relativ final, aber ohne Gewehr noch immerhin. Ihr seht schon, immaterielle Dinge sind sehr viele Dinge, die mit einem Wort-Stream-Projekt verbunden sind. Danke übrigens dafür, dass Word das nicht anerkennt. Das erkennt die Word einfach nicht. Rechtschreibprüfung, ist egal. Ignoriert das bitte. Das kennt, glaube ich, jeder, der mit Word arbeitet. Ist nervig, ist lästig. Kann man, glaube ich, ausstellen, aber egal. Wozu? Ne? Guckt euch diese schönen roten Streifen, dann sind die nicht toll. Professionell, ne? Ich weiß. Immaterielle Sachen sind oft mit Stream-Projekten verknüpft. Ist für YouTuber, glaube ich, Zuschauer ziemlich uninteressant. Allerdings wird es auch Gutscheine geben, ne? Das Ganze wird insgesamt 11 Preise beinhalten. Einen Animal Crossing New Horizons Code für die Switch. Den hat mir eine liebe Freundin beigesteuert. Danke an der Stelle dafür.
Einmal einen festen 20 Euro Amazon-Gutschein, zweimal 25 Euro XYZ-Gutscheine eurer Wahl. Bitte beachten, hier habe ich extra diese drei Vertreter aufgezählt. Das werden die einzigen sein, die ich dabei unterstütze. Ich könnte euch die aussuchen, aber haltet euch bitte hier an die drei. Weil das Problem ist, dass andere Anbieter, wie zum Beispiel PlayStation Network oder sowas, keine 25 Euro Gutscheine anbieten. Da gibt es, glaube ich, bloß 10, 20 und 50 Euro, komischerweise. Ja, die sind sich da nicht so ganz einig. Und auch bei Steam musste ich erst gucken, ob das überhaupt geht, weil 25 Euro Steam-Karten hängen im Laden nicht drin, aber es gibt eine digitale Form, wo man die bestellen kann. Ich hoffe, das klappt alles. Und der letzte große Preis, quasi der letzte große materielle Preis, wird ein 50 Euro Gutschein eurer Wahl sein, den ihr euch am Ende dann irgendwo einlösen könnt. Wo ist ja völlig egal, das ist ja komplett euch zu überlassen. So, immaterieller Natur gibt es Dinge, die man sich auf meinem Kanal kaufen kann, und zwar eine kostenlose Kanalpunktebelohnung. Das ist jetzt für die YouTuber interessant. Für die im Stream, ihr kriegt die Kanalpunktebelohnung bei uns, die am meisten Punkte kostet. Ja, dass man sich ein Streamspiel am Ende des Monats, am letzten Sonntag des Monats, einmal für 2 Stunden aussuchen kann, was für mein Streamprojekt ich dann aktiv in diesem Stream spiele. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich viele von meinen Streamprojekten häufiger nicht gespielt habe oder lange nicht gespielt habe. Wenn ihr euch die also mal wieder mal wünscht, zwingt mich gern dazu und ich spiele den Scheiß. Kein Ding. Das Ganze kostet aber übrigens ein paar Kanalpunkte. Für die, die jetzt nicht wissen, was Kanalpunkte sind, das erkläre ich euch sogar ganz nett, weil das irgendwie hier zu dem ganzen Ding dazugehört. Aber da komme ich später nochmal drauf zu. Und zweimal einen brandneuen Teststream. Dabei geht es um ein Spiel, was ich nicht besitze oder noch nie gestreamt habe oder auch generell ihr euch einfach generell wünscht. Das werden wir dann im Stream mal antesten für so 4 bis 6 Stunden. Das ist so die durchschnittliche Streamzeit. Sollte in Ordnung sein. Und einmal gibt es ein brandneues Streamprojekt, also ein Spiel, was ihr euch von mir wünscht, was ich denn durchspielen darf im Stream. Was kein aktuelles Streamprojekt sein muss, sondern ein völlig neues sein kann und darf und auch sollte. Ich habe schon hierbei ein bisschen was abgeklärt. Ich habe einen Kumpel von mir, der würde mir auch eine Xbox leihen zur Not, denn ich habe keine Xbox zu Hause. Sollte sich aber jemand ein exklusives Xbox-Game wünschen, hands down, ich hoffe es nicht, aber dann leihe ich mir gerne auch seine Xbox von ihm. Ah, und dann habe ich eigentlich alle Konsolen hier, die ich brauche dafür, denke ich, hoffe ich. Wenn es um so spezielle Sachen geht, wie, keine Ahnung, Kai spielt mal Zelda CDI. Nein, sowas werde ich mir nicht besorgen. Und auch Endlosspiele sind natürlich logischerweise davon ausgeschlossen, weil wenn ihr mir sagt, Kai, spiel mal, weiß ich nicht, World of Warcraft, das kann man ewig spielen, wird auch nicht akzeptiert. Ne? Also versucht hier aber gemäßigt zu sein und euch irgendwas auszusuchen, was auch Sinn macht. Aber wenn ihr schon immer ein Spiel wolltet, was ich mal durchspiele, vielleicht euer Lieblingsspiel oder sonst was anderes, ist das natürlich die perfekte Gelegenheit. Danke, die perfekte Gelegenheit für euch. Ja, das ist die Preisliste. So, jetzt kommen wir mal zu der ganzen Regel. Ja, ich meine, die meisten wissen wahrscheinlich grob, wie Nuzlocke-Regeln aussehen. Wir scrollen also mal hoch. Ich denke mal, ganz kurz behandeln sollten wir die schon. Denn es gibt viele Regeln, die für diese Art Challenge eher untypischer Natur sind. Und wir mussten auch sehr viele Eventualitäten bedenken. Und ich habe mich auch viel mit meiner Community besprochen, also auf Discord. Weil es natürlich sehr viele Eventualitäten aus einzelnen Editionen gibt. Die Regeln benötigen, die aber auf die anderen Editionen gar keinen Einfluss haben. Beispiel dafür kriegt ihr gleich. Erstmal gilt natürlich das ganz übliche Nuzlocke-Gedöns, Leute. Ja, nur das erste Pokémon pro Route darf gefangen werden. Dabei sind die ganzen gescripteten Sachen, wie zum Beispiel das Scripted Taubsi, was man in XY auf Route 1 begegnet, natürlich ausgeschlossen, weil das ist ja nicht randomized. Denn das ist nämlich der nächste Punkt. Wir werden jede dieser Editionen randomizen, Leute. Das heißt, die wilden Pokémon sind zufällig, die Trainer-Pokémon sind zufällig und unsere Starter sind zufällig und können sich noch zweimal entwickeln. Das ist der Plan. Und deswegen sind übrigens auch Schwert und Schild excluded, weil die sich bis heute noch nicht randomisen lassen. Sollte es soweit sein, lasse ich da vielleicht nochmal mit mir reden, dass wir das hinten anhängen. Auch wenn dann plötzlich das Projekt irgendwie komplett um eine ganze Ebene erweitert wird, aber hey, mal sehen. Projekt wird eine ganze Weile gehen, vielleicht gibt es bis dahin ja sowas. Ich meine, ich habe schon mal immerhin gehört, dass es einen Switch-Emulator gibt. Aber ansonsten möchte ich jetzt nicht irgendwie ein Spiel anhängen, was nicht randomize-fähig ist, weil... Das zerstört irgendwie den Flow des Projekts für meinen Geschmack. Deswegen habe ich das einfach mal excluded. Außerdem muss ich ehrlich sagen, bin ich kein allzu großer Fan von Schwert und Schild aus recht offensichtlichen Gründen. Das ist aber ein Thema für eine andere Sache oder für einen Stream oder ein anderes Video. Ja, weiterhin habe ich Dinge eingefügt, die euch ermöglichen sollen, die Pokémon, die ich auch fange, auch mit als Namenspate auch ja zu übernehmen, sage ich mal. Na, das heißt, es gibt eine sogenannte Flea Clause. Ja?
Sollte ein Pokémon wie ein Abra oder ein Fukano auftauchen, was mit Brüller oder ab Teleport flüchtet, dann fuck it, dann suchen wir uns halt das nächste. Das tue ich natürlich, weil es Pokémon gibt. Ja, die sind halt einfach Aids beim Fangen. Genauso kann man sich irgendwie, keine Ahnung, ein Pokémon suchen, was einfach nur sehr wenig AP auf seinen Attacken hat, wie zum Beispiel Tanheel, was schwer zu fangen ist und nur 20 Bodycheck zur Verfügung hat und sich zwangsweise sich selber irgendwann umbringt. Und sollten halt diese Pokémon sich halt selber umbringen, that's a new Triforce, ne? Wenn ich natürlich aus Eigenverschulden irgendwie verkacke, dann ist das natürlich trotzdem mein Fail und die Route bleibt verloren. Na, jetzt gilt natürlich der ganze Kram nur für Soul Silver, weil hier könnte es natürlich passieren, dass uns die gerandomisten Entei, Raikou und Suicune als Wander-Pokémon irgendwo auf der Route als erstes Pokémon begegnen, was ziemlich unglücklich für uns wäre, weil das werden wir nie fangen. That's not gonna happen. Na, wenn es passiert, werden diese komplett von uns ignoriert. Und mit komplett meine ich auch komplett. Weil wenn man am Anfang des Spiels einen Pokémon begegnet, was Level 40 ist, während die eigenen Pokémon Level 10 sind, ist das Team ganz schnell tot. Na, das ist natürlich klar. Und da bei dem Randomizer die Wandernatur dieser Pokémon, in dem Sinne, dass sie nicht flüchten wollen, oftmals flöten geht, davon gehe ich bis jetzt aus, das ist natürlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, kann es sein, dass diese Pokémon, diese wilden Pokémon, unser komplettes Team zerstören werden, weil sie halt nicht flüchten, sondern uns einfach bekämpfen werden, eiskalt. Sollten sie trotzdem flüchten, wäre der erste Encounter der Route safe weg, weil wir könnten diesen Encounter, auch wenn er zur Fleeklaus zählt, gemäß Regel 1.2 niemals rekreieren, weil diese Pokémon auf der nächsten Route irgendwo ganz weit anders plötzlich aufzutreffen werden. Die Wandernatur bleibt ja natürlich erhalten. Ja, statische Pokémon dürfen nur gefangen werden, wenn diese auch randomized werden, das ist ganz klar. Das gilt für statische normale Pokémon als auch für legendäre Pokémon. Statische legendäre Pokémon sind natürlich jedes legendäre Pokémon, was man ansprechen muss, was es in jeder Edition mindestens einmal gibt. Statische normale Pokémon sind zum Beispiel die Relaxus, die Routen blockieren in X und Y, als auch in Feuerrot und Blattgrün, als natürlich auch sowas wie das Smogelbaum in Soul Silver zum Beispiel. Das sind statische Pokémon, die man ansprechen muss, damit der Kampf beginnt. Sollten diese gerandomized werden, dürfen wir sie natürlich fangen und als extra Encounter betrachten. Das kennt, glaube ich, auch so der eine oder andere aus den entsprechenden Nuzlocke-Regeln. Shiny Colossus ist, glaube ich, auch ein Klassiker. Wird wahrscheinlich auch in 7 Editionen nicht einmal passieren, weil Shinies, wie wir wissen, sind alle Shinies fucking selten. Außer man breedet oder chained oder was auch immer die ganzen Hightech-Cracks da machen. Ist nicht meins, ich bin kein Fan von Shiny-Pokémon. Ich finde die normalen schon so hübsch genug und manche sehen vor allen Dingen fucking hässlich aus von der Farbe her. Aber egal. Deswegen, Shinies dürfen immer gefangen werden, sind auch extra Encounter und derjenige, der die Pokémon besitzt, also den Namenspaten für dieses Pokémon erhalten hat, bekommt sogar 10% extra Punkte für dieses Pokémon. Das Ganze werde ich immer am Ende des Streams verrechnen, sollte das Shiny-Pokémon noch leben. Wenn das natürlich verstirbt, ist der Bonus natürlich flöten gegangen. Das ist ja klar. Zusätzlich werde ich versuchen, diese Shinies natürlich mit ins Team aufzunehmen, weil die natürlich irgendwie etwas Episches darstellen und daher auch irgendwie im Team dabei sein sollten. Das ist mein Gedanke. Das ist natürlich nur bezüglich darauf, wenn das jetzt vielleicht nicht ein Shiny-Kokuna ist oder ein Shiny-Togepi oder so. Na gut, weil das kann ich später vielleicht noch entwickeln und nützlich machen. Aber ihr wisst, wenn es komplett unnütz ist, dann werde ich mir da vielleicht dann doch ein anderes, besseres Pokémon aussuchen, was unser Team deutlich besser unterstützt. Weil wir natürlich nicht, dass jemand stirbt. Denn das sind ja eure Punkte, die dann am Ende flöhen gehen. Und das ist nicht so koscher. So, weiterhin gibt es eine Dupes Claws. Das kennt, glaube ich, auch die meisten von Leuten. Ja, wenn du einen Nuzlocke hast und du warst auf der ersten Route, weiß ich nicht, in Hornliu gefangen. Kommt auf der zweiten Route dir ein Kokuna entgegen, bist du beleidigt, weil dann hast du zwei Beboss am Ende. Suck balls. Deswegen wird es eine Dupes Claws geben, das heißt, wenn wir ein Pokémon haben, was wir schon besitzen und aus irgendeiner der entsprechenden Evolutionsstufen besteht, dann dürfen wir das ignorieren und das nächste Pokémon nehmen. Das heißt, wir suchen eigentlich so lange, bis wir ein Pokémon finden, was wir noch gar nicht besessen haben. Ja, wir dürfen uns natürlich das nehmen, also wenn man zwei Evolis findet, nimmt man das, glaube ich, weil das ist ein cooles Pokémon und man kann daraus sehr viele unterschiedliche Dinge machen. Er ist ja halt ein Evoli, dann nehmen wir das wahrscheinlich mit. Also, die Dupes Claws ist eine Darf-Regel, das habe ich auch extra fett markiert. Ja, das Ganze möchte ich übrigens auch rückgehend auf eine Generation. Ja, wie soll man das sagen? Das ist die ganze Abwechslungs-Claws, die habe ich mir überlegt. Und zwar, es kommt natürlich oft vor, da wir die Pokémon mit ähnlicher Stärke randomisen, damit wir nicht zu OPs fangen am Anfang und dann einfach durchrushen können, kommt es oft vor, dass man dieselben Pokémon auf Route 1 der Editionen entsprechend findet. Das sind immer so Dinger wie die Käfer-Pokémon oder irgendein Radikal, also ein Ratzfratz oder ein Zickzacks oder irgendwas in der Richtung, was halt als Starter-Pokémon auch die ähnlichen Statuswerte dieses Pokémon hat. Ja, beliebte Beispiele dafür sind übrigens auch
die entsprechenden Starter, die drei Affen aus Schwarz-Weiß und alles sowas, was halt am Anfang in der Lektion irgendwie immer ganz gut reinpasst. Das Problem ist, da ich da überhaupt gar keinen Bock drauf habe, gibt es eine Regel, die besagt, dass wir die Pokémon, die wir in der letzten Generation benutzt haben, in der nächsten auch noch ignorieren dürfen. Einfach nur, damit wir ein bisschen Abwechslung haben und ihr auch mal verschiedene Pokémon bei uns im Team zu sehen bekommt. Weil ich bin natürlich auch interessiert daran, dass das Projekt unterhaltsam ist und wir nicht immer die gleichen Pokémon spielen. Und ich kann gar nicht mehr so oft zählen, wie ich Bisaflor in meinen Nuzlocke hatte. Das geht auf keine Kuhhau. Das ist schon nicht mehr normal. Aber egal, ist eigentlich verständlich. Weiterhin habe ich eine Regel eingeführt, die sich darauf bezieht, dass wenn wir ein Pokémon fangen können, was sich nur entwickeln darf, wenn ein anderes Pokémon im Team ist, dann dürfen wir das nur für diesen Zweck kurz fangen und danach freilassen. Das Pokémon ist natürlich in dem Fall hier sowas wie Remoraidh, was man dabei haben muss, damit sich Mantyps entwickelt, genauso wie man, zumindest dank dem Randomizer, wenn man Loudcaps oder Schnuthelm im Team hat und das andere Pokémon dazu braucht, damit sich das entwickelt, dann werden wir uns das auch irgendwo fangen. Das gilt natürlich nur, wenn wir es auch irgendwo finden. Sollte ich das in keinem Gras finden, kann ich es nicht fangen. Ja, dann ist natürlich Essig, das ist klar. Aber sollten wir es sehen, catche ich das kurz, entwickle das Pokémon und das, was der Entwicklung zur Hilfe gedient hat, wird wieder freigelassen. Das ist, denke ich, in Ordnung. Genauso Pokémon, die sich nur aufgrund eines bestimmten Geschlechts entwickeln dürfen. Hier fiel mir eigentlich nur Vadribi als Beispiel ein, was halt als männliches Pokémon einfach schlecht ist. Es entwickelt sich nicht, es hat schlechte Stats. Und ich finde eigentlich Honweisel schon cool. Und wir hatten den Fall schon mal. Und es war natürlich männlich, denn irgendwie sind alle Vadribis männlich. Das ist halt einfach so. Sollte es das passieren, dass wir das Pokémon finden, dürfen wir so lange suchen, bis wir ein weibliches haben. Dass wir den männlichen austauschen. Natürlich nur, wenn wir das männliche vorher gefangen haben. Und dann das weibliche entwickeln. Das ist natürlich erstmal ein bisschen Selbstschutz, denn wenn ihr Honweisel cool findet, kann ich das verstehen. Es ist eigentlich ein ganz cooles Käfer-Pokémon, weil es hat halt viele unique Attacken. Ja, und wenn ihr den Namenspate dieses Pokémon werden würdet wollen, würde das in 87,5% aller Fälle scheiße sein, weil es in 87,5% aller Fälle männlich ist. Und männliche Honweisel gibt's nicht. Es gibt nur weibliche. Naturbedingt, ne? Naja, deswegen gibt es diese kleinen Bonusregeln. Ich würde sowas in einer normalen Nuzlocke nicht machen, weil ich es affig finde und der Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen darunter leidet. Aber wir sind ja hier fürs Gewinnspiel und auch für ein bisschen für Unterhaltungswert, ne? So, jetzt gibt's Kampfregeln. Das sind natürlich so Sachen, die kennt auch jeder Nuzlocke-Spieler, ne? Tote Pokémon sind tot, müssen freigelassen werden oder in eine Friedhofsbox verlegt werden. Ihr wisst, Pokémon mit maximalem Freundschaftswert oder bestimmten Vor-Allem-Attacken können oft nicht freigelassen werden, weil das Spiel Angst hat, dass wir uns softlocken, dann werden diese halt eben entsprechend in eine Friedhofsbox abgelegt und dann ist das in Ordnung und dürfen von uns natürlich auch weiter nicht mehr benutzt werden. Weiterhin gibt es eine Item-Klausel, die mir sagt, wo ich mich wie oft pro Kampf heilen darf. Das Ganze hängt davon ab, wie schwer wir die Nuzlocke einschätzen. Das ist noch so ein bisschen in der Mache. Wird aber alles im ersten Stream auf jeden Fall klar sein. Denn die Editionen sind alle unterschiedlich schwer zu Nuzlocken. Das ist recht offensichtlich. Also wenn ich zum Beispiel an das Ultra-Necrozma aus Ultrasonne denke, wird mir jetzt schon schlecht. Und ich bin erst in 7 Editionen da. Und ich habe jetzt schon Magengeschwüre. Ja, das Ding ist halt einfach ein bisschen strong. Es ist halt einfach so und wir werden viele Verluste wahrscheinlich machen. Aber naja, ist ja auch gerandomized, oder? Na egal, ich werde es noch sehen. Ich weiß gar nicht, ob die Pokémon tatsächlich alle randomized-fähig sind. Aber wenn, müssen wir sie ja trotzdem besiegen. Also selbst wenn wir es nicht fangen. Und ich glaube, das Pokémon kann man auch gar nicht fangen, ne? War das nicht vom Spiel so gecodet, dass man es nicht fangen kann? Na egal. Jedenfalls wird das Pokémon mir große Kopfschmerzen bereiten, weil... Fun. Naja, selbst wenn es ist was Randomizes, was einen Boost for free bekommt und wenn ich mit ähnlicher Stärke randomize, wird Ultra Necrozma wahrscheinlich irgendwie mit Groudon oder Kyogre oder Rayquaza oder Mewtwo oder irgendwas Krassem ausgetauscht, was einfach möglichst ähnliche Werte hat. Na, schwierig. Ja, vor allem Sklaven dürfen natürlich in Spielen, wo das noch nötig ist, das fällt natürlich bei Sonne und Mond weg, dürfen wir uns natürlich vor allem Sklaven halten, die dürfen aber nicht im Kampf eingesetzt werden und müssen auch mit dem exakten Namen deklariert werden, dass das vor allem Sklaven sind. Weil die halt nur dafür da sind, dass wir den ganzen Overworld-Shit auch absolvieren können. Zu Schneider, zu Trümmerer, Stärke, Kaskade, Surfer, was es denn sein darf. So, das sind die Kampfregeln. Ist klipp und klapp und ziemlich kurz. Jetzt kommen sonstige Regeln, die eigentlich eher so allgemein gelten, sag ich mal. So, erstmal alle Regeln, die für den Nuzlocke essentiell sind. Hab ich lieber essentiell verschrieben? Egal, habt ihr nicht gesehen. Das betrifft natürlich ins
Especially hier die Regeln 1 und 2, also die Hauptregeln eigentlich. Die gelten erst ab dem ersten Halt von Pokébällen. Das ist eigentlich auch eine ganz klare Sache, spielt jeder so. Weil es gibt Pokémon-Editionen, wo man viel machen muss, bevor man seine ersten Pokébälle erhält. Bis dann hat man teilweise schon 3 Routen verkackt. Das ist natürlich sehr ärgerlich und ihr wollt ja die Pokémon auch haben und ich auch natürlich. Deswegen gibt es diese Regel. Na, erst wenn wir die ersten Pokébälle erhalten, ab dann gelten die ersten Encounter pro Route. Dann gibt es eine Besonderheit, die meine 7 Region Lock ausmacht, Leute. Und zwar die Inheritance Clause. Das Ganze wird jetzt ein bisschen komplexer, aber ja, ich hatte das Gefühl, ich musste es tun. Na? Und zwar sollten bei dem Besiegen des Champs der letzten Region, also der aktuellen Region, das wäre jetzt in dem Fall Bad Grün als Beispiel, sollten dabei Pokémon überleben, werden wir diese erben. Und ich werde mir mittels Cheats auf der neuen Edition irgendwo auf Route 1 die Basisform dieses Pokémon erneut fangen und auch mit demselben Namenspaten ausstatten. Das heißt, wenn von mir aus Herbert der Dritte ein Voltenso bekommen hat in Blattgrün, das kann bei Randomized Pokémon durchaus passieren, weil wir können natürlich auch in Blattgrün Pokémon aus der dritten Generation finden. Ist alles möglich. Na, nehmen wir an, Herbert der Dritte gewinnt also und überlebt den Champ am Ende mit seinem Voltenso. Dann werden wir ein Fritzelblitz auf Level 2 oder 3 oder was auch immer uns die erste Route hergibt. Fangen es Herbert den Vierten denn von mir aus. Also irgendwie werden wir es mit einer römischen 2 oder irgendwas markieren, wo wir wissen, es ist das Pokémon der zweiten Generation. Es hat schon überlebt, es ist ein Veteran. Und diese Pokémon werden auch im Gewinnspiel von mir mit Bonuspunkten ausgestattet. Hierbei gilt, je länger das Pokémon überlebt hat, umso mehr Bonuspunkte gibt es von mir dafür. Sollte das Pokémon natürlich sterben, sind die Bonuspunkte natürlich passé. Ist klar. Ne? Aber bis dahin gibt es Bonusprozente. So. Das Ganze hat die ganz genaue Gestalt. Das könnt ihr euch gerne alles durchlesen. Ich glaube, jeder von euch ist das Lesens mächtig. Wenn wir mehr als 3 Pokémon fangen, mehr als 3 Pokémon den Champ überleben, so rum, dann werden die Pokémon, die über die 3 hinausgehen von uns, ausgelost und zurückgelassen, in Anführungszeichen. Das heißt, ich will mich nicht irgendwie auf Route 1 mit 6 Pokémon eindecken, weil das irgendwie lame ist. Das heißt, ich limitiere das bewusst auf 3 Pokémon. Sollten wir also mit 4, 5 oder 6 Pokémon den Champ überleben? Ich glaub's mal nicht, weil eigentlich verliert man mindestens immer ein paar Pokémon über die Top 4 und über den Champ hinweg, aber wir werden sehen. Gibt ja leichtere Spiele der Pokémon-Generation, von daher, we will see. Die 4., 5. und 6. Pokémon respektive werden dann am Ende zurückgelassen. Wir werden aber den Namen des Namenspaten übernehmen. Das heißt, irgendwo im Starter-Pokémon oder auf Route 1 beim normalen Encounter oder auf Route 2 von mir aus auch oder bei dem ersten geschenkten Pokémon, ne, wie zum Beispiel die Affen in Schwarz-Weiß, da werden denn die Namenspaten ihre Pokémon mit einem Vorrecht wiederbekommen. Und das auch natürlich mit dem Römisch 2, Römisch 3 und so weiter. Ja, das heißt, wenn Herbert 3 am Ende ausgelost wurde, du bist das vierte Pokémon unseres Teams, was überlebt hat, du wirst jetzt zurückgelassen, dann hat der Herbert der Dritte das Recht darauf, in der nächsten Edition den Starter zu bekommen und das als absolutes Vorrecht. Das gilt natürlich nur, damit die ihre Pokémon bekommen, ich aber nicht unnötig viele Pokémon am Anfang geschenkt bekomme, weil das macht es irgendwie einfacher und das wollte ich nicht. Sollten wir natürlich 6 überleben, werden natürlich die ersten 3 Routen/Starter-Pokémon erstmal an diese 3 Leute gehen. Natürlich nur, wenn die das möchten. Wenn die sehen, dass mein Starter, weiß ich nicht, ein Palimpalim ist, dann wollen die das vielleicht ja gar nicht. Dann können sie das natürlich gerne ablehnen. Sollten sie das aber einmal ablehnen, geht natürlich auch das Vorrecht flöten. Das heißt, sie müssten sich danach wieder ganz regulär um ein Pokémon quasi werben. Naja, ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Ich hatte das Gefühl, das macht die Region Lock so ein bisschen aus, dass wir quasi mit den Generationen auch unsere Schützlinge übernehmen und dadurch noch eine tiefere Bindung zu ihnen aufbauen können. Denn so ein Pokémon nach 3 Editionen zu verlieren, das ist freaking sad. Na, das ist wirklich sad, Leute. Und ich stehe da unter viel Druck, weil es natürlich auch eure Punkte sind, die bei sowas flöten gehen. Und ich sehe mich schon jetzt gewissem Hass ausgesetzt. Ich weiß, die meisten sehen das relativ entspannt und sportlich. Aber es gibt wahrscheinlich immer 1, 2, die sich dann entsprechend aufregen und sagen, du hättest mich an der Stelle retten können, du Arsch! Wird wahrscheinlich vorkommen, aber hey, who cares? Ja. Ja, was gibt's noch zu betrachten? Ach ja, natürlich, die ganze entsprechende Sache, sollten wir eine Region verlieren? Ja, wann wird eine Region von uns dann als Game Over anerkannt? Ich meine, sollte ich in irgendeiner Edition irgendwie x Millionen mal failen, weil irgendwie
alle Pokémon ausgestorben sind, dann werden wir die Generation zurücklassen, insofern ich bereits schon mehr als den vierten Orden habe, also den vierten Orden bereits abgeschlossen habe und auf dem Weg zum fünften Orden bin. Weil ich dann keine Lust habe, vier Orden nochmal zu wiederholen, weil das ist langwierig, kostet Zeit und senkt den Unterhaltungswert des Ganzen und darauf habe ich keine Lust. Vor dem vierten Orden finde ich das noch halbwegs ertragbar, weil mit ein bisschen Speed-Up und so können wir, denke ich, noch relativ gut in der Zeit bleiben und sagen, ja Leute, wir spielen uns schnell wieder an den Originalpunkt zurück und versuchen es nochmal. Wir werden die ROM natürlich auch nochmal neu auslosen, das heißt neue Pokémon, neue Trainer-Pokémon, neue Arena-Pokémon und so weiter. Die Punkte, die ihr bis dahin gesammelt habt, die werden aber zu 40% übernommen, damit die nicht ganz umsonst sind. Und werden auch der Region über gut geschrieben bleiben. In anderen Fragen, wenn wir bis zum sechsten Orden gekommen, bis zum dritten Orden gekommen sind, sonst macht es keinen Sinn. Und schon Herbert der Dritte bis dahin 12 Punkte gesammelt, das ist jetzt nur eine Beispielzahl, wahrscheinlich ist es höher am dritten Orden, das ist aber nur so eine Einschätzung von mir meinerseits. Und er hätte bis dahin 12 Punkte gesammelt, dann wird er am Ende 40% dieser Punkte gut geschrieben bekommen und beim Neustart quasi direkt erhalten. Ja, das heißt, wenn er in Sinnoh gestorben ist, unser ganzes Team ist gestorben und wir starten Sinnoh neu an der Stelle und er hat schon ein paar Punkte gesammelt, wird er die 40% davon behalten. Na, ist natürlich eine schöne Sache, weil alle Punkte zu löschen, beziehungsweise alle Punkte zu behalten, wäre mir zu doof. Das käme mir irgendwie falsch vor, deswegen habe ich eine Prozentzahl eingeführt. Hab da auch ein bisschen rumgewogen, wo ich da das Limit für okay finde. Für 40% ist so knapp unter die Hälfte, was man am Ende behält. Das gibt keinen allzu unfairen Vorteil, aber ist auch nicht alles umsonst gewesen. Und das finde ich eigentlich in Ordnung. Ja. Habe ich noch irgendwas, was ich drauf habe? Start-Pokémon werden genau übernommen. Genau. Sollten wir Inheritance-Pokémon behalten, werden die auch wieder neu inherited, geerbt, oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Sollten wir beim letzten Mal ein X-Bad am Ende gehabt haben, werden wir natürlich auch ein Zubat als Erb-Pokémon wieder am Anfang mitnehmen. Ja? Ob es jetzt schon gestorben ist oder nicht. Weil, wie gesagt, wir beginnen die Region komplett neu quasi. Das gleiche gilt auch für Pokémon, die von Namenspaten, die wir zurückgelassen haben. Das heißt, auch das Vorrecht auf Starter oder Route 1 Pokémon wird hier nochmal gewährt, wenn sie das denn möchten. Wenn sie sehen, der Encounter ist kacke oder die Starter sind kacke, ja, den nehmen es halt nicht, aber auf jeden Fall hätten sie die Chance, ihr Vorrecht zu nutzen. Ja. Sollte es mal wirklich vorkommen, und ich habe ja gesagt, das haben wir schon mit Discord ausführlich besprochen, sollte jemand sein Pokémon verloren haben, schon bereits frühzeitig oder generell irgendwie einfach Pech haben, was das Auslosen angeht, oder das Pokémon, was man bekommen hat, nur in der Box vergammelt, ist das natürlich irgendwie ein bisschen doof. Deswegen haben wir gesagt, dass jeder ein zweites Pokémon bekommen kann, aber erst insofern der vierte Orden, und da ist wieder dieser Knackpunkt, bereits abgeschlossen ist. In anderen Worten, sind wir irgendwie in Feuergrün auf dem Weg Richtung Saffronia City oder so, um den Psycho-Orden zu machen. Und wir finden auf dem Weg dorthin ein Routen-Pokémon, was Neues und was wir fangen dürfen, dann dürft ihr euch auch für dieses bewerben, selbst wenn ihr vorher schon eins habt oder hattet. Ob es nur lebt oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist einfach nur dafür, es kann natürlich sein, dass ihr euch am Anfang ein Pokémon aussucht, was schnell aus dem Team rausgenommen wird oder schnell stirbt durch einen unglücklichen Fehler. Dann wäre es unfair von meinerseits aus, so finde ich das, wenn ihr denn in der Region gar nichts mehr zu tun hättet. Na, zwei Pokémon finde ich aber okay. So gehen wir sicher, dass auch jeder Zuschauer möglichst die Chance hat, mal ein Pokémon zu ergattern oder auch mal ein zweites Pokémon zu ergattern, je nachdem, was man braucht. Ja, so viel also dazu. Ja, dann gibt es noch die ganzen Sachen bezüglich Punkteverteilung. Wilde Pokémon geben grundsätzlich keine Punkte. Und entsprechend, je nachdem, wie anspruchsvoll ich für eine Situation erachte, entsprechend Pokémon-Trainer, statische Encounter, Rivalen- oder Bosskämpfe, legendäre Pokémon, gegen die wir kämpfen müssen, Arena-Leiter, Herrscher-Pokémon, natürlich hier bezogen auf Sonne und Mond. Genauso wie die Top 4 als auch Champ werden mit Bonuspunkten ausgestattet. Und mein Headset piept gerade, das hat vielleicht gleich auch noch mehr. Toll. Naja, Ausnahmen sind hier bei Soul Silver, weil wir ja in Soul Silver sowohl die Kanto-Region nochmal machen, also die anderen 8 Orden nach der ersten Top 4 auch holen wollen. Und daher gibt es natürlich 16 Arenen. Und wir werden auch zweimal den Top 4 Run machen, weil man die Top 4 nochmal mit verstärkten Pokémon nochmal bekämpfen kann in Heart Gold, Soul Silver. Das werden wir wahrnehmen. Und dadurch, dass es davon natürlich irgendwie mehr gibt, gibt es auch mehr Punkte zu verteilen. Deswegen gibt es da entsprechend 5 jeweils weniger. Ist, denke ich, verkraftbar. Wie gesagt, 16 mal 10 Punkte sind schon
das ist schon viel. Und das sind nur die Arenaleiter. Deswegen, ne, ist für Balancing Gründe ist das, glaube ich, ganz vernünftig so. Ja, hier steht auch nochmal drin, ein zweites Pokémon desselben Namenspaten, also hier Herbert der Dritte in dem Fall, wird die Region erst gestattet, wenn die vierte Arena bereits beendet wurde, selbst wenn das erste Pokémon bereits verstorben ist. Na, ich weiß schon, einer aus meiner Community wird es ja ziemlich häufig treffen. die Pokémon, beziehungsweise die Personen, die ausgelost werden, die noch gar kein Pokémon hatten, werden bei mir in den Auslosungen, wer das Pokémon als Namenspaten erhält, allerdings bevorzugt. In anderen Worten, wenn Herbert der Dritte schon ein Pokémon besitzt und sich nach dem vierten Orden um noch ein zweites Pokémon meldet und dann kommt noch von mir aus die gute Sarah in den Stream. Ich suche mir jetzt fiktive Namen aus. Ich nehme jetzt extra niemand aus der Community, damit sich niemand angesprochen fühlt. Ich nehme jetzt hier also völlig willkürliche Beispiele. Und sollte Sarah noch gar kein Pokémon haben oder vielleicht den Stream auch gerade erst eingeschaltet haben und hätte gerne gerade mal ihr erstes Pokémon, wird diese von mir in der Auslosung für Pokémon, das Ganze machen wir über einen Random Number Generator, bevorzugt. Kommt also entsprechend mehr Zahlen zugewiesen, die ihr einen Gewinn ermöglichen. Also ein Gewinn im Sinne, dass ihr Name nachher das Pokémon ziert und das Pokémon für sie am Ende Punkte einsammelt. Ist, denke ich, fair. Dann habe ich noch verschiedene Möglichkeiten gemacht, damit man nicht zu weit zurückfallen kann, aber auch nicht zu hart snowballen kann. Und dabei halt auch in gewisser Weise belohnt wird, wenn man sich strategisch sehr gut verhält. Da kommen wir noch gleich zu. Wir haben es oft in Streams so gemacht, dass wenn wir irgendeinen Stammzuschauer hatten und der hätte gerne sein Lieblings-Pokémon gehabt, dann habe ich das für den, in Anführungszeichen, gerne reserviert. Das machen wir diesmal gar nicht. Genauso werden wir Memes, die auf meinen Kanal bezogen sind, wie zum Beispiel meine Mutter, die gerne immer ein Miltank wird. Ich weiß nicht wieso, es hat sich über die Jahre etabliert. Ich glaube, ich habe das sogar schon in YouTube gemacht damals. Ne? Ich glaube, in der Kristall-Challenge hatten wir doch auch einen Miltank, was nach meiner Mutter benannt wurde, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, ist viele Jahre her. Anyway, diese ganzen Memes und kleinen Bonis und Goodies, die werden wir außen vor lassen. Und auch Mods bekommen von mir, also Moderatoren in meinem Twitch-Channel, bekommen von mir keine Bonuschancen oder so zugesprochen. Ihr könnt natürlich als Mods gerne am Gewinnspiel teilnehmen. Da habe ich überhaupt nichts gegen, finde ich eine schöne Sache. Weil ich natürlich auch meine Mods genauso wie meine Zuschauer gerne mal belohnen möchte. Und das Ganze natürlich auch wie dem Spaß einfach dient. Ne? Aber ich möchte diese nicht bevorteilen, damit die anderen halt sich nicht unfair behandelt fühlen. Das Ganze hat sich in der Comeback-Clause geäußert. Das Ganze klingt jetzt sehr nach League of Legends, tut mir leid, aber das sind die Begriffe, die mir dazu eingefallen sind. Ja, sollten halt Teilnehmer nicht in der Top 10 der Punktetabelle gehören. Das wird dann mal am Anfang eines Streams evaluiert, weil ich eine Liste habe, wo drauf steht, wer wie viele Punkte hat. Das Ganze muss ja irgendwo festgehalten werden. Natürlich, ich merke mir ja sowas nicht. So genial bin ich leider nicht. Tut mir leid, wenn ich euch da enttäuschen sollte. Zwecks dessen habe ich mir gedacht, dass Leute, die ihr Pokémon bei einem Voting haben wollen und noch irgendwie auf den Trostplatz plätzen oder sogar vielleicht darunter sitzen, weil sie noch neu sind und das Projekt gerade erst entdeckt haben, das kann natürlich immer passieren. Dann will ich natürlich denen die Möglichkeit geben, schnellsten Pokémon zu organisieren und noch am Gewinnspiel teilzunehmen, weil wir haben jetzt nicht so viel Zuschauer und bei 5 Trostpreisen und 11 Preisen gibt es eigentlich auch noch am Ende eine gute Chance, irgendwie wenigstens einen der unteren Plätze zu belegen und wenigstens einen kleinen Preis abzuräumen. Denn das Schöne hier an den Preisen, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist natürlich die Tatsache, dass ich die Preise nicht mit festen Plätzen belegen will. Also Platz 1 bekommt jetzt nicht einen fest zugewiesenen Preis, sondern der Erste sucht sich einfach als Erster aus dem Preispool aus, was er denn gerne hätte. Das ist ganz einfach. Ich habe am Anfang ganz überlegt, so wie machst du das am besten mit der Distribution, also wer welchen Preis bekommt. Weil ich denke mir so, am Ende gewinnt vielleicht jemand, der von irgendeinem Platz oder von irgendeinem Gewinn gar kein Interesse hat. Wie zum Beispiel den Animal Crossing Code, den mir eine Freundin dazu gegeben hat, damit ich ihn in den Preispool legen kann. Vielleicht hat der Animal Crossing schon, was soll denn der mit dem Code? Deswegen habe ich mir gedacht, das ist die klügste Vorgehensweise. Ihr sucht euch einfach eure Preise der Reihenfolge nach aus. Das heißt natürlich, dass das Ganze einen kleinen Nachteil hat. Wir werden natürlich das Ganze auslosen nach der 7. Edition Stück für Stück machen müssen. In anderen Worten, wenn jetzt am Ende des Streams bei der Preisverleihung nicht alle da sind, die dann teilgenommen haben oder die Preise gewonnen haben, dann müssen wir natürlich entsprechend ein bisschen auf die warten. Das ist natürlich ärgerlich. Aber anders geht's nicht. Und da das Projekt sowieso ziemlich lange geht, ist das, glaube ich, jetzt auch nicht das größte Problem, da 2-3 Tage zu warten. Sollte sich aber jemand zu lange nicht melden, werden wir für den nächsten auf der Liste nehmen und dann kriegt er halt den Preis und kann sich hinaussuchen. Pech gehabt. Ne, kann natürlich passieren. So, was ist noch wirklich zu beachten?
Ja, das Reservieren von Namenspaten durch Kanalpunkte. Da komme ich mal speziell drauf, da habe ich noch ein kleines Tutorial für euch, weil ich das nochmal genau erklären möchte. Weil da gibt es nochmal durchaus auf was ich hinweisen möchte. Da komme ich aber später drauf hinweg. Steht hier schon mit drin, theoretisch. Wie gesagt, von YouTube ist der Sache, dem sagen Kanalpunkte wahrscheinlich gar nichts. Das werde ich euch nochmal deswegen entsprechend gesondert erklären. So, weiter gibt es noch eine Comeback Clause 2. Ich dachte mir, es ist ja so wie bei einer Schlag den Rab Show, ja? Das Ende einer Minispielserie gibt die meisten Punkte. Das ist irgendwie allseits bekannt und soll auch in der Challenge so sein. Deswegen gibt es Gewinnpunkte-Erhöhungen in den letzten drei Regionen, entsprechend Weiß 2, Y und Ultrasonne. Das Ganze bezieht sich auf 10%, 12,5% und 15%. Warum ich diese Prozente gewählt habe, ich weiß es nicht. Irgendwie kämen mir 5, 10 und 15 zu schlecht vor. Und 10, 15 und 20 kam mir zu krass vor. Weil das würde ja bedeuten, dass wir am Ende in der letzten Edition 45% mehr bekommen. Weil das Ganze will ich natürlich additiv verrechnen. Ja, das heißt quasi, in Y kriegt ihr 22,5% Bonuspunkte. Das Ganze wird natürlich am Ende des Projekts, also am Ende der Region berechnet. Wenn ihr also am Ende der Region irgendwie 100 Punkte gut gemacht habt, kriegt ihr einfach mal einen fetten 20% Bonus. In Y, wohlgemerkt. Und auf Ultrasonne hinweg wird sich das Ganze dann auf 37,5% Bonuspunkte erhöhen. Finde ich fair, wie gesagt, ist wie so eine Quizshow. Ist wie bei Wer wird Millionär oder was auch immer. Am Ende gibt es halt einfach mehr Cash. Und einfach um so ein bisschen Comeback-Feature zu liefern, für Leute, die halt eben vielleicht in der ersten Region irgendwie noch nicht teilgenommen haben, weil sie das Projekt später entdeckt haben oder vielleicht auch einfach zur aktuellen Zeit einfach viel zu tun haben und deswegen entsprechend wenig an den Streams teilnehmen konnten. Das kann natürlich jederzeit passieren. So, es soll natürlich aber auch ein Gegenteil geben. Es soll ja nicht nur ein Comeback-Feature geben, sondern auch eine Snowball-Clause. Das heißt, man kann ein Schneeball-Prinzip aufbauen. Wer das nicht kennt, googelt. Ja, Pokémon, die weiter vererbt werden, erhalten in der neuen Region den Namen XYZ. Das ist natürlich der Namenspatenname. Also Herbert der Dritte, da ist er wieder, der Herbert der Dritte ist jetzt, ich hab's schon gesehen. Ich habe ein neues Meme markiert, glaube ich. Bekommt dann einfach den Namen XYZ2. Also Herbert der Dritte, Zweite, der Vierte. Ach, sucht's euch aus, na, ist egal. um halt eben die Leistung über mehrere Generationen hinweg zu verewigen und zu würdigen auch einfach, ne? Das heißt, Namenspaten dieser Pokémon erhalten am Ende einzelner Streams, sofern sie ein Pokémon, was aktuell im Team ist, haben, was den römisch 2 Titel hat, besitzen von 10, 15 und 20 Bonuspunkten. Das ist aber nicht additiv, das ist einfach nur einmalig. Solltet ihr also ein Pokémon haben, was, und Gott bewahre, wenn das passiert, werde ich heulen, wenn das stirbt, weil dann komme ich mir schlecht vor, dass ich ein Pokémon habe sterben lassen, was schon 3 Generationen dabei ist und uns wahrscheinlich viele Monate begleitet hat. Gott bewahre, das wird nicht passieren, weil sonst habe ich Gewissensbisse, ich sehe es schon kommen. Da kriegt er natürlich nicht 25 ab dem zweiten Generation, sondern 15. Das ist nicht additiv. Das wird nicht addiert von mir. Ja, bei Kommastellen werde ich einfach ab- oder aufholen. Mathematik, for the win. Dieser Bonus geht natürlich sofort verloren, wenn das betroffene Pokémon stirbt oder ausgetauscht wird. Also sollte Herbert der Dritte, Zweite oder Herbert der Vierte in der darauffolgenden Generation in einem Stream draufgeben, wird natürlich auch der Prozentwert verloren gehen. Ja, die werde ich auch hier immer prozentmäßig am Ende einzelner Streams, wie gesagt, gut schreiben. Ja. Ja, denn natürlich die ganze Sache, die auf den Gewinn bezieht, das habe ich euch jetzt schon erklärt. Platzierungen sind nicht fest im Preis zugeordnet. Ihr sucht euch halt bei der Reihenfolge nach aus, was ihr aus dem Preispool haben wollt. Ihr könnt natürlich auch Glück haben, dass die coolen Sachen bis zum Ende übrig bleiben. Das ist eine schöne Sache und ich begrüße das sehr gerne. So, dann natürlich das, was ich ja schon erwähnt habe. Die Preisverleihung wird natürlich aufgrund der vermutlich nicht anwesenden Gewinnern Stück für Stück durchgeführt. Wie gesagt, Zeitlimit 7 Tage, sollte ich euch also irgendwo anschreiben auf Discord oder was auch immer für ein Medium gibt, wo ich euch anschreiben kann. So, nämlich auch euren YouTube-PN. Gibt es dieses Feature überhaupt noch, dass man bei YouTube Privatnachrichten schreiben kann? Ich hoffe schon. Naja, jedenfalls gebe ich euch 7 Tage. Wenn dann bis dahin keiner antwortet, Pech gehabt, ne? Ich kann auch nicht ewig warten. Bei 11 Preisen und 7 Gewinnern und 7 Tage Wartezeit können das bis potenziell 77 Tage werden. Das ist zwar der negativste Fall, aber Gott bewahre, mehr Zeit kriegt ihr von mir nicht. Das ist fair. So. Weiterhin habe ich gar nicht vor, irgendwie im Stream groß zu meckern oder so, wenn ihr irgendwie mich ärgern oder aufziehen wollt. Das ist ja bei uns im Stream sowieso Standard, also nichts Neues. Mir geht es aber darum, dass wenn ihr andere Zuschauer irgendwas Negatives wünscht oder euch irgendwie äußert im Sinne von, boah Kai, gib mir mehr Punkte, setz mich mehr ein oder Kai, da hättest du mich mal einsetzen können, ich will noch Punkte haben.
dann werde ich das ignorieren und im Wiederholungsfall kriegt ihr auch Timeouts von mir, weil da habe ich gar keinen Bock drauf, weil mein Gameplay wird bitte nicht beeinflusst. Ich werde das Ganze relativ neutral betrachten. Mir ist sowieso egal, was für ein Name auf dem Pokémon steht. Ich werde die so einsetzen, wie ich sie brauche, damit ich die Challenge gewinne. Weil das ist meine Aufgabe. Ich will die scheiß Challenge gewinnen. Ja? Ich habe Bock, alle 7 Generationen erfolgreich zu beenden und der King im Ring zu sein. Ja? Scheiß drauf, was das für einen Namen hat. Das heißt, ich habe gar nicht vor, irgendwie Mods oder private Freunde von mir oder sonst irgendjemanden oder einen Zuschauer, den ich besonders gerne mag, zu bevorteilen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen versucht auch bitte im Gegenteil nicht, irgendeine scheiß Beeinflussungsnummer abzuziehen oder mir mit Drohgebärden an den Kopf zu werfen oder anderen Zuschauern und Teilnehmern des Gewinnspiels etwas Schlechtes zu wünschen. Das ist überhaupt nicht gern gesehen. Und sollte ich das irgendwo mehr als 2-3 Mal sehen, dann fliegt ihr auch aus dem Gewinnspiel raus, Leute. Weil sowas will ich nicht dulden. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, wir bleiben sportlich fair. Wenn jemand einen Gewinn hat und den bekommt, dann wird herzlichen Glückwunsch geschrieben. Privat könnt ihr euch darüber gerne ärgern, wenn ihr um 3 Punkte halt einen Preis später bekommen habt. Es geht ja bloß um die Aussuchreihenfolge. Dann ist das halt so, aber seid sportlich, fair und freundlich. Das ist wichtig. Gilt ja generell natürlich als Regel auch für den Chat. Ja, die Preisliste kennt ihr, von daher sollte alles gesagt sein. Es sind ja nur 45 Minuten, ich werde aber Timestamps in das Video reinklicken. Das heißt, das hätte ich mal am Anfang erwähnen sollen, wenn ihr irgendwas Spezifisches wissen wollt, werde ich euch Timestamps in die Videobeschreibung schreiben, wo ihr dann sehen könnt, welche Regel wann wo erklärt wurde. Das ist, denke ich, in Ordnung. Das Letzte, was ich jetzt noch erklären wäre, was ist der ganze Bums mit den Kanalpunkten? Das ist etwas, was aufgrund meines Mod Luigis, Grüße an der Stelle, entstanden ist. Guckt doch gerne in seine Streams rein übrigens, ne? Link ist auch von ihm bestimmt auch in der Beschreibung. Kriege ich alles hin. Mir geht's darum. Luigi hat einen guten Einwurf angebracht, über den wir Discord ein bisschen diskutiert haben. Und zwar, es gibt natürlich Zuschauer, die einfach nicht immer anwesend sein können. Es gibt Leute, die promovieren gerade oder machen ihren Master, retten die Welt, müssen 10 Stunden die Woche arbeiten, zwecks beschissen Corona. Es gibt genug Probleme in der Welt und nicht jeder hat immer Zeit. Und während andere arbeitslos zu Hause sitzen oder nicht arbeiten dürfen wegen Corona, müssen andere Überstunden schieben. Das ist unfair und so ist die Welt aktuell. Das ist aber nicht das Thema des Videos. Deswegen habe ich eine Möglichkeit für euch kreiert, wie ihr euch ein Pokémon nicht reservieren könnt, wohlgemerkt. Aber ihr könnt an Votings oder beziehungsweise an Auslosungen für Namenspaten teilnehmen, auch wenn ihr nicht anwesend seid. Und deswegen haben die Streams auch ein festes Pattern. Ich werde Mittwoch und Samstag irgendwann im Verlauf zwischen 18 und 19 Uhr den Stream starten und mit euch eine Runde Pokémon weiterdaddeln. Was ist denn das mit den Kanalpunkten? Und jetzt werde ich mal den Browser ausblenden und euch den Chat zeigen, für die nicht wissen, wie Twitch funktioniert. Ja, ich weiß, meine Twitch-Zuschauer sitzen jetzt da. Oh, Kai, das braucht keiner wissen. Aber who knows, bevor Fragen kommen, mache ich das halt lieber so. Na, ist fair and square. Kanalpunkte, was ist das Ganze? Ja, wenn ihr bei euch bei mir im Twitch-Chat aufhaltet, wisst ihr, dass hier unten es diese beliebten Pikmin-Drops gibt. Das sind die Kanalpunkte, die man bei uns im Chat verdient, wenn einfach nur der Stream nebenbei herläuft. Ihr müsst dafür nicht chatten, ihr müsst dafür nicht abonnieren oder sonst irgendeinen Blödsinn machen. Die kriegt ihr passiv. Ich glaube, alle 5 Minuten kriegt man, glaube ich, 10 Punkte oder so. Ja, irgendwie sowas. Diese Sachen haben hier ganz viele verschiedene Kanalbelohnungen. Wie gesagt, zum Beispiel sucht ihr ein Streamspiel aus, was ich dann am Ende des Monats mal am letzten Sonntag des Monats 2 Stunden spiele. Kostet 120.000 Kanalpunkte, ist entsprechend teuer. Aber das ist ja auch eine Belohnung, die mich dazu zwingt, was zu tun, was ich vielleicht nicht möchte. Also soll es auch ein bisschen was kosten. Genauso könnt ihr euch hier Subgifts kaufen, den ganzen Blödsinn. Worum es aber bei dem Pokémon-Projekt geht, sind diese 2 Dinger hier. Ich will da noch extra Icons für einführen. Vielleicht finde ich noch ein Bild dafür. Am besten noch ein Pokéball oder so. Und zwar möchte ich, dass, wenn ihr schon im Voraus wisst, dass ihr an einem Stream-Termintag, also Mittwoch oder samstags, abends gar keine Zeit haben solltet, dass ihr diese Belohnung einlösen könnt. Deswegen sind die auch extrem günstig. Das kann sich jeder lösen. Das kann jeder einlösen, der mal nebenbei den Stream für eine Stunde stumm auf dem Handy laufen lässt. Das ist ganz chillig. Aber wie gesagt, Punkte kriegt man passiv. Dafür muss man nichts tun. Deswegen, das kann sich jeder auf jeden Fall leisten. Ist leicht zu verdienen. Ich glaube, nach einer Stunde Stream hat man das, glaube ich, locker drin. Mir geht es darum, dass ihr halt hier draufklicken könnt. Und ihr könnt hier im nächsten Stream, der 7 Region Log, kannst du an der Namensauslosung für das erste neu gefangene Pokémon, des entsprechenden Streams halt eben, teilnehmen, obwohl du gar nicht anwesend bist. Das ist für viel beschäftigte Strategen. Ja, gönnt ihr euch. Ne? Ihr könnt sagen, Kai, ich würde gerne Pokémon bei dir werden, ich werde aber im nächsten Stream nicht da sein. Deswegen, ich würde gerne am ersten Pokémon teilnehmen.
Ich weiß noch nicht richtig, wie ich das damit handeln werde, wenn das Pokémon entsprechend euch nicht gefällt. Das wird bestimmt Fälle geben, wo das vorkommt, denn oft ist das Pokémon, was wir random auf einer Route finden, nicht immer das, was sich jeder wünscht oder was ich mir wünsche. Da geht es den Menschen wie den Leuten. Deswegen überlege ich noch, ob ich euch dafür ein Recht einräume, entsprechend zu sagen, ja, Kai, also ich habe gerne an der Verlosung teilgenommen. Scheiß mal, 500 Punkte, das ist nicht viel wert. Soll ja nicht viel kosten, wenn nicht teuer sein, soll ja nur da sein. Weil diese ganzen Einlösungen, die ihr angebt, die werden bei mir in einer kategorisierten Tabelle alle aufgezählt. Das heißt, ich sehe genau, welche Person hat das wo wann eingelöst. Und das ist wichtig, damit ich weiß, wer von euch an welcher Verlosung im Stream teilnimmt. Für die ganz strategischen unter euch gibt es das nicht nur mit dem ersten Pokémon des Streams, sondern mit dem ersten Pokémon eines bestimmten Typen. Deswegen steht hier auch Typ dahinter. Yay, krass. Jetzt ist mein Headset aus, super. es geht mir aber bloß darum, jetzt muss ich mein Headset verschieben, ist ja super ärgerlich. Mir geht es hier bloß dabei darum, wenn ihr wisst, dass ich ein Problem habe aktuell im Team, zwecks bestimmter Typen. Nehmen wir an, wir haben eine riesige Eisschwäche. Der Hashtag Eisschwäche ist dem einen oder anderen bekannt. War damals ein bekanntes Meme. Ich habe nur Drachen, Boden, einen Haufen Pokémon gefangen, die einfach schlecht gegen Eis-Pokémon waren. Ja, wir hatten eine riesige Eisschwäche im Team. Ich glaube, teilweise 4-5 Pokémon waren anfällig gegen Eisattacken. Und wenn ihr dann wisst, boah, Kai könnte echt guten Feuer-Pokémon gebrauchen. Then you know what's to do. Ja, wünscht euch ein Feuer-Pokémon und sollten wir denn im Stream eins finden, nehmt ihr an dessen Auslosung teil. Ich werde, glaube ich, auch noch eine Belohnung einstellen, wo ihr euch ein einzelnes Pokémon wünschen könnt, denn es gibt halt Leute, die nach wie vor immer nur ihr Lieblings-Pokémon haben wollen. Was auch immer das für eins sein muss. Da werde ich auch noch eine Belohnung einführen, dass ihr euch wünschen könnt. Kai sollte im nächsten Stream, auch wenn ich nicht anwesend sein, irgendwie das Pokémon, keine Ahnung, Nidoran auftauchen, männlich, weil ich liebe Nidoking, denn werf mich bitte in den Topf. für die entsprechende Auslösung, für den Namenspaten. Finde ich fair, ich rate euch das aber nicht zu tun, weil es wird ganz viele Streams geben, wo ihr das umsonst macht. Weil es wird keine technische ältere Generation als die dritte Generation geben. Von daher, ja, es wird niemand in irgendeiner Form große Chancen darauf haben, mein einzelnes Pokémon zu finden. Auch ich nicht. Ich wünschte, ich würde jederzeit einen Milotic finden oder einen Barschwar oder so, damit ich es entwickeln kann. Ist ja nicht umsonst mein Lieblings-Pokémon, ja. Ja, ihr wisst schon. Ja. Aber das Leben ist kein Ponyhof, heißt es bekanntlich. Deswegen, ihr könnt das gerne machen, ich rate es euch aber trotzdem nicht. Na, aber wie gesagt, die Chance dafür ist ziemlich klein. Aber ich würde es euch trotzdem zur Verfügung stellen. Für die, die halt wirklich eher an der Challenge teilnehmen, weil sie ihr Lieblings-Pokémon gerne mit ihrem Namen in meinem Team sehen lassen würden wollen. Dann ist das in Ordnung. Ist aber jetzt noch nicht drin. Wie gesagt, ihr könnt ihr auch schon gerne einlösen. Macht das gerne bitte vor dem Stream. Wenn ihr wisst, am nächsten Mittwoch bin ich nicht da, löst das sofort ein und dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich euch entsprechend mit in den Voting-Topf hineinwerfen. Und wenn natürlich das Pokémon sonst niemand außer euch haben will, kriegt ihr es sowieso for free. Ne, wenn nur einer das Pokémon haben will, dann ist es seins. Ne, dann wird auch gar nicht ausgelost. Wozu auch? Ja, ich denke, das trifft soweit alles. Wie gesagt, ne, am Ende werden wir alles sehen, wer wie viele Punkte hat. Ich habe schon entsprechende Layouts erstellt. Ich habe schon meine Designs erstellt. Habe mir das Ganze schon technisch überlegt. Sollte also jemand einen Trainer geholfen haben zu besiegen, dann wäre das jetzt von mir aus der hier. Dann drücke ich hier auf eine Taste auf meinem wunderschönen Elgato Stream Deck. Schönes Produkt. Kriegt der einen Punkt. Und am Ende im Stream werde ich die alle auf 0 setzen, in meine Tabelle eintragen. Und dann werden wir sehen am Ende, wer hier der King im Ring ist. Also das bin natürlich sowieso ich, das ist ja klar. Aber vielleicht seid ihr der zweitcoolste im Stream. Na, wenn ihr den ersten Platz habt, könnt ihr euch frei aus dem Preispool was aussuchen. Ja, ich denke, das wäre roundabout alles. Hat ja bloß eine Stunde gedauert. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts groß zu erzählen. Wenn noch Fragen bestehen, gerne in den Chat. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, nächsten Samstag geht's los, am 23.01. Und bis dahin, würde ich sagen, ist wieder mal eine gute alte Chance zu sagen, macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao, bis zum Projekt.